Oh, Vater, was ist das für eine billige polnische Sperrholzschachtel-Trickverfilmung? Weißt du? Ist schon klar. Der technische Standard ist natürlich anders jetzt bei heute, bei Science Fiction, wie damals in den 60ern. Heute gibt es Avatar in 3D, Avatar in 3D. Uhuhu. Avatar, völlig überschätzter Film, oder? Klassische Indianerfilmhandlung, der mit dem Wolf tanzt mit blauem Männchen, mehr waren das nicht. Manchmal allein die Handlung, echt blöd, oder? Magersüchtige Schlümpfe auf einem Planeten namens Pandora, die mit Pflanzen sprechen. Das habe ich hinter mir. Wohl eins fand ich Cooper Avatar. Eines fand ich wirklich Cooper Avatar. Dass sich so ein Blockbuster-Film den wichtigen Themen widmet. Weißt du, so Gier der Menschen, Raubbau an der Natur, neue Energien. Dann habe ich wieder Hoffnung, dass unsere Kinder irgendwann noch Traditionen pflegen, nicht Halloween, sondern St. Martins-Umzüge, verstehst du? Das wäre so meine Vision der Zukunft, St. Martin. Millionen kleiner Kinder gehen auf die Straße in ihren Neonwesten mit den Laternen und sie demonstrieren gegen Atomkraft und sie singen das Anti-Atomkraft-Lied. Das Licht geht aus, wir gehen nach Hause, nach Wimmelrappamelrappum. Das Licht geht aus, wir gehen nach Hause, nach Wimmelrappamelrappum. Wir fordern Zwentendorf, Zwentendorf. Zwentendorf, muss, bin, nein, nein, ist okay, ist okay. Na ja, ja, weißt du, dann bist du wieder zu Hause. So wie wir sind ja kurz nach der Geburt, sind wir nach Hause gefahren. Ambulante Geburt, ist keine Hausgeburt, also Hausgeburt habe ich immer gesagt, kommt mir nicht ins Haus. Ambulante Geburt ist super, macht ihr? Oder geht ihr ins Krankenhaus? Hey, ambulante Geburt ist super. Das ist wirklich super. Da ist es so, bis im Krankenhaus, Geburt, und dann nach der Geburt werden alle durchgecheckt. Also so voll durchgecheckt, also alle werden durch, die Mutter, Kinder, und dann dürfen alle nach Hause fahren. Nachdem aber alle durchgecheckt wurden. Alle. Weißt du? Also das Baby und die Mutter, und dann dürfen dann nach Hause fahren. Nachdem halt alle aber durchgecheckt wurden, also Mutter und das Kind, und dann dürfen alle, die ganze Familie dürfen dann nach Hause fahren. Nachdem alle natürlich durchgecheckt sind. Das Baby, die Frau, dann dürfen dann nach Hause fahren. Wir Männer werden nicht gecheckt. Solange du stehst, passt schon. Es ist entwürdigend. Natürlich sind wir Männer bei der Geburt mit dabei. Ha? Und nachher, da brauchst du ein Jahr Psychotherapie, um das wieder zu verarbeiten. Weil du nicht am Kopf geblieben bist, so wie Marcel Reif. Du hast Dinge gesehen bei der Geburt, die kanntest du nur von Akte X und so 1 bis 5. Dass dein Mann steht bei der Geburt, oder? Verstehst du? Jetzt ein guter Freund von mir, ich nenne seinen Namen nicht, der ist ohnmächtig geworden bei der Geburt. Ich sage, ohnmächtig, was für eine geile Idee, oder? Oh, das Zuschauen ist so anstrengend, jetzt freue ich mich. Wirklich, und es ist kein Scheiß, er ist umgefallen, auf dem Boden, ohnmächtig. Arzt, Hebamme, alle hin, was ist los, der arme Mann? Also, sie lag oben so, hallo! Hauptdarstellerin! Originalsatz. Lass den Sack liegen, der hat heute noch nicht gearbeitet. Aber dann, nachdem fast alle durchgecheckt waren, durften wir nach Hause fahren. Ich, der Wagenführer, blies ins Horn. Der Aufbruch aus der Klinik begann in Richtung gelobtes Heim. Dramatische Musik setzte ein. Ein Orchester untermalte den Aufbruch der Gefährten nach Minas Tirith. Epische Bilder zeigten eine Hyperreise durch Zeit und Raum. Gut, die Realität sah wohl ein bisschen anders aus. Ich fuhr wohl so langsam wie ein Mann mit Hut und Wackeldackel, dass meine Frau von hinten gesagt hat, Mikkel, ich kann die Kleine auch heimtragen und du kommst morgen mit dem Auto nach. In dem Moment, wo das Kind geboren wird, hast du Angst. Es ist so. Hast du Angst? Ja? So eine Grundangst. Grundängste kenne ich noch aus meiner Kindheit. In Bayern, da hatten wir noch Grundängste. Das gab es damals noch. Ja? Da hieß es oft beim Essen so, bupp,
Ist brav auf, sonst kommt der Russ. War hier wahrscheinlich anders. Ja? Verstecktes Essen mit Biff gekommen. Auf, sonst kommt der Russe. Ich habe einmal nachgefragt. Einmal habe ich nachgefragt. Ja, ein Russe kommt da. Nein, alle halt, viele. Ja, wenn aber viele kommen, dann kann ich ja was zum Essen übrig lassen. Du isst es jetzt auf! Der Russ war der Al-Qaida meiner Kindheit. Ja? Angst. Den Moment. Weißt du, in dem Moment, wo dein Kind geboren wird, hast du Angst, aber du weißt auch, ich würde für dieses Lebewesen mein Leben geben, wenn es sein müsste. Weisheit, verstehst du? Gut, ich frage mich natürlich manchmal schon, ob sie auch dasselbe für mich tun würde. Man muss, ja komm, muss man schon fragen. Ne? Worst case Szenario, irgendwann, sie ist 5, wir gehen im Wald spazieren. Ganz einsam irgendwo, plötzlich steige ich aus Versehen in eine Bärenfalle. Mein Bein ist gebrochen, gesplittert, das Blut spritzt raus. Das kann ich nicht mal mit der daneben liegenden Klopapierrolle aufsaugen. Und ich weiß, das werde ich nicht lange überleben. Und dann denkst du dir, scheiße, ich habe 5-Jährige am Start, jetzt wird es nicht besser. Tochter, du musst Hilfe holen. Nein, Papi, ich will bei dir bleiben. Nein, du musst Hilfe holen, weil Papi wird es sonst hier nicht überleben. Okay. Und dann zieht sie los. Und nach einiger Zeit kommt sie an eine große Straße. Und in dem Moment, wo sie da ankommt, fährt ein Spielzeuglieferwagen vorbei. Hilfe, Spielzeugmann, Hilfe! Oh, kleines Mädchen, was machst du denn hier so ganz alleine? Oh, kann ich bitte die Prinzessin Lillifee Deluxe-Packung haben? Kann ich dir nicht einfach so geben. Die musst du schon deinen Vater kaufen. Ich habe keinen Vater mehr. Aber du musst immer zu deinem Kind stehen. Gut, am Anfang als Mann bist du nur der Wickler. Ne? Fürs Wickeln sind wir, nicht mal dafür sind wir gut genug. Weil die Frauen kommen dann immer an, Schatz, komm, gib her. Bis du das machst, habe ich das ja 5-mal gemacht. So ein der Scheiß. Ihr müsst uns die Babys wickeln lassen, die Babys in die Hand drücken. Und danach müsst ihr uns loben, liebe Frauen. Lobi loben. Lobpreisungen. Lobe den Herren, den Wickler der kleinen Scheißer. Lobe und preise den. Ihr müsst uns loben. Ja, wenn wir Männer gelobt werden, dann glauben wir sind gut. Und wenn wir glauben, wir sind gut, dann mutieren wir zu Superhelden. Nach mancher Wickelaktion drehte ich so meine Runden durchs Haus. Haha, ich bin es, der Retter der Beschissenen. Retter von Windel und Weisen. Michel, komm mal wieder runter von deinem Trip. Ha, Schatz, aber nur einer kann uns von dieser Scheiße hier erlösen. Ich, Wickelman. Aber auch Wickelman kommt an seine Grenzen, wenn sein Erzfeind auftaucht, der böse Kackenscheißstinker. Kennt ihr den bösen Kackenscheißstinker? Der kommt immer in folgender Situation. Eltern mit dem Kleinkind sind im Restaurant und das warme Essen kommt angeliefert und dann... Oh, Scheiße. Na, bitte nicht jetzt stinken. Oh, na. Boah, du riechst auch gar nicht mehr am Hintern, weil... Boah, ich sah neben dem Stuhl meiner Tochter am Boden eine Kakerlake sitzen, die schnitt sich die Pulsadern auf. Der böse Kackenscheißstinker.